Wir sind mal wieder bei BP Motorentechnik und heute kümmert sich Björn um seinen Lieblingsmotor, den VR6. Was machen wir heute? Kurbelwelle wuchten, kann man so grob sagen. Du wolltest einfach so zusammenbauen, habe ich gesagt, ne, wenn, dann würde ich das empfehlen, die Welle auf die neuen Gewichte anzupassen. Und das machen wir so grob heute. Kurz zwischendrin, wir sind heute mal wieder an dem VR6-Motor von Marius im Gange, Golf 2. Der ein bisschen mehr Leistung bekommen soll. In dem letzten Video hatten wir den Block bereits vorbereitet mit hohen Planen und die Ringe einsetzen. Und jetzt geht's mit dem Kurbeltrieb weiter. Ja. Du hast Pleuelstangen mitgebracht. 3 mm um den Dreh kürzer sind die. Genau. Damit kannst du dann mit den Originalkolben fahren und dementsprechend die Verdichtung runtersetzen. Ja, und das machen wir heute. Wir als erstes, was wir immer machen, wenn die Pleuelstangen da sind, wir müssen sie entgraten. Wir fangen mal ganz vorne an. Erklär doch mal einmal bitte kurz, was überhaupt Kurbelwelle wuchten ist, bei welchen Motoren das notwendig ist und so weiter. Oder willst du das lieber an der Welle später machen? Das mache ich gleich. Okay. Ja. Okay, das heißt, bevor du anfangen kannst zu wuchten, musst du erstmal Kolbenpleuel vorbereiten. Genau. Weil das Ganze wird bei dem Motor in Kombination gewuchtet. Komme ich gleich zu. Okay. Ich habe hier die Pleuelstangen. Die Pleuelstangen sind meistens passen sie. Ich kontrolliere es immer, die Maße nochmal, das Gewicht und die Winkligkeit. Was mich aber immer stört, ist, dass diese Bohrungen hier, die sind ja auch gehohnt, dass die hier so scharfkantig sind, dass man beim Einsetzen einer Lagerschale schon fast einen Span auf der Rückseite von den Lagerschalen produziert. Weil das ist ja hier so ein Grat dran. Hier habe ich die Pleuelstange und ich nehme einfach eine kleine Schlüsselfeile und feile hier eine kleine 45-Grad-Phase dran. Bei der anderen Seite auch. So, dann nehme ich nochmal Schmirgelpapier, um den Grat vom Fallen wegzunehmen. Und das mache ich bei allen Stangen und den Deckeln einmal, damit ich gleich beim Zusammenschrauben immer das exakte Maß habe, die gleichmäßigen Maße und die Lagerschalen nicht kaputt gehen. Okay, das hat aber ja theoretisch nur bedingt was mit dem Wuchten zu tun eigentlich, oder? Das stimmt. Ist mehr einfach nur penibelste Vorarbeit von dir, damit später alles funktioniert. Genau. Okay. Manchmal sieht man an den Pleuelstangen, dass es hier so eine Art wie so ein Grat sich hochgeklappt hat, wo das zwischen der Trennstelle ist. Und das würde natürlich das Maß immer minimal verändern. Mhm. Deswegen, um da genau zu sein, machen wir immer das. Okay. Der nächste Schritt, den wir immer machen, ist die Kurbelwelle auf Schlag prüfen. Die habe ich auf der Wuchtmaschine. So, hier ist die Kurbelwelle auf der Wuchtmaschine. Die nutze ich gerade aber eigentlich nur, um die Welle auf Schlag zu prüfen. Da habe ich die Messuhr dran und hat schon einen Schlag. Mhm. Das ist jetzt wichtig, dass ich den Schlag raushole, denn sonst wäre die Wuchtung falsch, weil die Welle bewegt sich ja in dem Punkt immer hoch und runter und das Gewicht verschiebt sich dementsprechend. Wie viel Schlag ist das? 0,1 mm. 0,1 mm? 0,1. Meine Toleranz ist 0,02 mm. Das müsste ja aber theoretisch auch schon für das Lagerspiel und so weiter drin entscheidend sein, oder? Ja, schon, aber praktisch zentriert die sich im Laufen. Das Öl, der Ölkeil, wird die einigermaßen gerade halten. Ah, die drückt sich wirklich wieder gerade durch. Das ist interessant, dass die Wellen sich im Block trotzdem einigermaßen drehen. Meistens, wenn man sie langsam dreht, dann klemmt sie ein bisschen. Wenn man sie schneller dreht, geht es auf einmal spielend leicht. Für uns, das Wuchten, ist das aber wichtig. Weil da wäre ein Zehntel Gewichtsverlagerung der Welle zu einer Seite, wäre definitiv schon relativ viel falsche Wuchtung. Ja. Also ich denke mal, einigen von euch jetzt gerade wird es auch so gehen. Ihr überlegt euch jetzt bestimmt gerade, wie will der jetzt gleich diese Stahlwelle wuchten, beziehungsweise richten in der Mitte. Nimmst du da jetzt gleich einen großen Hammer oder wie funktioniert das? Fast. Fast. Sehen wir gleich. Also, ich kann jetzt einmal kurz erklären, was wir hier beim Wuchten machen. Okay. Die Welle ist ja nicht symmetrisch aufgebaut, wie eine Vierzylinderwelle, wo hier ein Zapfen ist, da ein Zapfen und hier ein Zapfen ist. Oder bei einer Sechszylinderwelle, Reihensechszylinder, wo ja auch die Zapfen immer an den gleichen Stellen liegen. Diese hier ist unsymmetrisch. Als grobe Richtlinie, wenn man eine Kurbelwelle in der Mitte durchsägt, sie umklappt gedanklich. Und die Zapfen sind nicht an der gleichen Stelle, ist sie unsymmetrisch. Dann muss man mit Meistergewichten arbeiten. Das machen wir gleich. Wir fertigen Meistergewichte an, um das Gewicht von Pleuel und Kolben zu simulieren, schrauben die dran und lassen die dann damit laufen. Das ist so das Grobe.
Bei einer V-Welle, das ist bei allen V6, VR6, rein 5-Zylinder-Motoren, V8-Motoren. Beim Vierzylinder ist das nicht notwendig? Nicht notwendig, weil sie hebt sich, die Massenkräfte heben sich gegenseitig auf. Mhm. Okay. Ja, so, die Welle hat einen Schlag. Ich mache mir hier eine Markierung. Hast die Welle einigermaßen neu her oder woher kommt die? Weil die sieht ja mal richtig gut aus für eine VR6. Die hat erst 1000 Kilometer. Ach so, der ganze 1000 Kilometer. Ja, ja. Okay, ja, das sieht man nämlich, weil... Ganze Motor. Also es kann auch sein, ja, dass es nur 500 sind, kann auch sein, dass es 2000 Kilometer sind. Egal. Viel ist aber auf jeden Fall nicht. Weil beim VR6 ist sehr, sehr stark, dass die sehr stark immer einlaufen. Lief allerdings, ich sag mal, vom ersten Tag an mit irgendwas zwischen 600 und 700 PS. Ja, okay. So, dann geht's hier rüber in den Raum. Der ist gerade nicht so aufgeräumt, weil wir ja am Umziehen sind. Hier habe ich meinen Backofen, weil ich muss die Welle dafür warm machen. Dann richtet sie sich einfacher. Wird einfach reingelegt. Und in einer halben Stunde ist sie gar. Da können wir sie richten. Dann geht's weiter. Können wir eine Pizza dazu legen? Sonst, wenn du möchtest. So, Welle ist jetzt warm. Sie ist auf der Richtbank. Und jetzt presse ich an der Stelle. Hab hier so alte Lagerschalen als Schutz, damit keine Macken reinkommen. So. Jetzt kommt das Prisma. Ich drücke sie erstmal in der Mitte, im Ganzen. Hier sind die Tonnen, mit denen ich presse, und bei einer VR6 muss man fangen wir mal mit knapp 2 Tonnen an, weil die Wellen biegen sich schnell. War noch nicht genug, hab immer noch so 800 Zerschlag. Also gehe ich ein bisschen höher. Achte mal gleich auf die Welle, wenn ich den Druck weglasse, wie sie zurückkommt. Das sind jetzt 2,5 Tonnen. Und jetzt. Sieht schon besser aus. Kam auf jeden Fall was. Jetzt ist sie hier. Das wird jetzt ein ganz klein bisschen dauern, weil die VR6-Wellen, weil sie auch nicht symmetrisch sind, wenn man sie sozusagen, wenn sie so einen Schlag hat und man drückt sie runter, wandern sie manchmal in die Richtung oder in die Richtung. Da muss man wieder drehen und wieder anders drücken. Das heißt, eine VR6-Welle ist nicht so einfach mal eben gerade zu bekommen. Liegt das jetzt da? Jetzt, ja, guck dir mal an. Ich habe nur 2 Tonnen an einer anderen Stelle gedrückt. Also weniger als davor. Und sie hat auf einmal 3/10 Schlag. Das war also zu viel an der Stelle. Ja, was wolltest du fragen? Liegt das jetzt daran, an der Leistung, dass sie einen Schlag hat, oder sind alle VR6-Wellen gebraucht, dass sie einen Schlag haben? Das kann gut sein, dass die Leistung schon so ganz leicht sie weggedrückt hat, weil im Normalfall passiert das nicht, dass die so viel Schlag haben im Betrieb. So, bin ich jetzt fast wieder bei der Anfangsposition. Und wenn man da nur ein klein bisschen zu viel drückt, drückt sie sich in die andere Richtung weg. Deswegen ist eine VR6-Welle hier angenehm zu wuchten, zu richten. Das war zum Beispiel nichts.
Man sieht auf jeden Fall aus der Perspektive krass, wie die sich so durchbiegt. Sieht schon besser aus. Es geht gleich auf die Wuchtbank, weil hier die Uhr ist nicht, finde ich, nicht genau genug. Jetzt haben wir fast 500. Dort. Hier ist sie gerade. Das bedeutet, jetzt muss ich mich auf diese Seite konzentrieren. Von vor war sie in der Mitte. Und jetzt hat der Schlag, ist er gewandert auf diese Seite. Ja, Höllendinger. Priss mal ein bisschen verstellen. Jetzt kommt noch eine andere Technik dazu. Die probiere ich gerade. Ich mache ein ganz klein bisschen Spannung und versuche sie jetzt punktuell, ich habe hier extra Meißel, die in den Radien von den Zapfen reinpassen. Und es gibt so einen Effekt, dass, obwohl ich sie von unten drücke, jetzt von oben schlage. Einmal abrutschen, Welle, naja. Obwohl ich jetzt von oben geschlagen habe, kommt sie nach oben. Nach unten geschlagen habe, kommt sie nach oben. Oh, meine Uhr streikt. Gut, jetzt gehe ich zur Wuchtbank, weil das hier ist mir nicht genau genug, dass ich wieder ein Bild habe, wie sie so im Ganzen ist. Weil es gibt einfach bei denen keinen exakten höchsten Punkt, wo man mal eben drücken muss. Die V6-Wellen vom Limo, die sind vom Material ganz anders. Da muss ich 3, 4, 5 Tonnen, die biegt sich so richtig rum und bumm, ist wieder auf den Originalzustand wieder zurück. Ist sie aus einem anderen Material oder ist sie anders, so. Anders gehärtet nur? Oder? Aber natürlich muss man hierbei sehen, dass die Welle ja viel länger ist. Das heißt, die Hebekräfte, wenn man in der Mitte drückt, wirkt natürlich viel mehr Kraft. Aber geschmiedet ist die auch? Die ist auch, das ist auch eine VR6 ist geschmiedet. So, hier habe ich noch 400. Dreieinhalb. 1 bis 2. 0. So. Bedeutet, ich muss mich jetzt hier mehr konzentrieren. Ich würde sagen, das mache ich jetzt nochmal in Ruhe alleine. Und dann präsentiere ich euch, wie die Welle gerade ist. Das heißt, der Ablauf ist, du machst jetzt wirklich stückchenweise immer wieder so lange pressen, schlagen, bis es passt. Kann man so sagen. Und wenn es zu lange dauert, muss ich sie noch einmal in den Backofen packen. Das habe ich noch gar nicht erklärt, weil durch die Wärme, auch wenn ich nur auf 100 Grad erhitze und wir hier 18 Grad in der Halle haben, bewirkt das trotzdem, dass das Material viel besser sich biegen lässt. Mhm. Schmieden ist ja normalerweise glühend, ne? 800 Grad, rot glühend, dann kann man sowas schmieden. Aber wir haben ja nur so ein bisschen Temperatur. Trotzdem bewirkt das, dass ich locker eine Tonne weniger Kraft brauche, um die in Position zu bekommen. Deswegen mit dem Aufheizen auf 100 Grad hat sich gut bewährt. Kann ich noch soeben mit diesen Handschuhen anpacken und sie macht noch keine Materialveränderung, Gefügeveränderung. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie noch warm ist. Ja. Ja. Ich packe es noch mal in den Backofen und dann geht es gleich weiter. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns mal wieder um die Kolben und Pleuel bzw. die Vorarbeit zum Wuchten. Ja. Welle ist im Backofen, muss ein klein bisschen wieder warm werden. Also wiege ich jetzt in der Zwischenzeit Pleuel und Kolben. Um das Meistergewicht nachher zu brechen. Pleuelstangen habe ich schon soweit gewogen, eingetragen, haben gesehen, dass wir eine Abweichung von um die 2,5 Gramm haben. Das ist zu viel. Wir haben als maximale Abweichung 1 Gramm. Also müssen wir leider, schön wäre es, wenn einer zu schwer wäre und alle anderen zu leicht. Wenn einer zu leicht ist, müssen wir natürlich alle schweren runterschleifen, weil dran schweißen ist nicht so toll. Das müssen wir mit den Pleuelstangen machen. Das nächste ist das bei den Kolben das gleiche. Die muss ich alle durchwiegen. Kolbenbolzen habe ich schon gewogen.
So, nur beispielsweise zwei Stück habe ich gewogen. Der erste Kolben hat 318,8 Gramm, der zweite 317,9 Gramm. Das ist unter einem Gramm Toleranz. Dementsprechend, wenn ich jetzt so weitergehen würde, müsste ich sozusagen die schwersten auf dieses Gewicht bringen, genauso wie bei den Pleuelstangen. Das heißt, bei den Pleuel sind theoretisch 5 von 6 sind auch vom Gewicht her eigentlich gut, nur 1 ist halt viel zu leicht. Genau. Wenn jetzt 1 zu schwer wäre, wäre es einfacher. Ne? Mhm. Weil ich konnte runterschleifen an der Seite. Jetzt muss ich 5 runterschleifen, um aufs leichteste Gewicht zu kommen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit den Kolben. Bei den Kolben haben wir noch einen ganz kleinen Vorteil. Wir können die Kolbenbolzen zusortieren. In dem Fall sind sie aber, haben eine Toleranz von nur 0,1 Gramm. Dementsprechend bringt das nicht viel. Doch, hier sind ein paar auch 1 Gramm, richtig, ne? Nein. 89 zu 90? Du hast recht. Ist das, wenn das hier 90? Genau. 90 Gramm und 88,9, da haben wir also 1 Gramm. Jetzt könnte ich theoretisch noch, wenn ich die alle durchgewogen habe, die Kolbenbolzen nochmal zusortieren. Mhm. Weil die dürfen, die kann man variieren. Pleuelstangen und Kolben, das kann man nicht so variieren. Leichteste mit schwerste Kolben. Das geht mal eben nicht, weil sind andere Faktoren noch drin. Wie ist das mit Winkligkeit und so weiter von dem Pleuel? Das ist der nächste Schritt. Das kommt danach, also okay. War ich schon wieder zu schnell. Ja, genau. Hier ist mein Pleuel-Winkel-Prüfgerät, so nenne ich es mal. Ich habe hier unten eine Spannvorrichtung, stecke einen Kolbenbolzen rein und habe so eine leere. Und da kann ich ranfahren und dann mit dem Lichtspaltverfahren kann ich sehen, ob oben oder unten ein Lichtspalt ist. Das würde sozusagen, wenn oben der Lichtspalt wäre, würde die so stehen und dann könnt ihr euch vorstellen, dann wäre die Stange so krumm. Lichtspalt ist sehr, sehr genau, das heißt, das seht ihr auf der Kamera nicht. Und das ist nochmal für die Verdrehung. Also der Lichtspaltverfahren ist so genau, dass man das mit dem Auge gar nicht erkennen könnte. Nur anhand von so einem ganz, ganz kleinen Lichtspalt, wenn man ihn oben oder unten hat, sieht man, ob sie krumm oder nicht krumm ist. So, dass der Kolbenbolzen jetzt in dem Moment leicht krumm ist, ist ausgeschlossen. Weil du misst es ja theoretisch am Bolzen. Theoretisch schon, aber so ein krummer Bolzen würde hier nicht durchgehen. Okay. Wie ist das normalerweise bei so, ich sag jetzt mal, so Leistungsmotoren, wenn du gebrauchte Pleuel nimmst? Wie groß ist die Chance, dass du sie richten musst? Nur wenn sie einen Wasserschaden oder sowas haben. Dann haben sie das Problem, dass also im Normalbetrieb passiert normalerweise nichts, aber du kontrollierst es einmal. Ja, wenn es zu mir geschickt wird, dann will der Kunde natürlich gerne wissen, ob es gerade ist. Deswegen messe ich immer alles durch. Egal, ob der Hersteller gesagt hat, passt, ist auf diese Toleranz. Genauso jetzt der nächste Schritt. Die mache ich gleich durch, aber der nächste Schritt wäre jetzt, die Pleuel haben wir entgratet, die haben sie mit Drehmoment angezogen. Jetzt messen wir die Pleuel-Grundbohrung mit der Messuhr. Da gehe ich alle durch und messe sie. Dieses zum Beispiel ist jetzt plus ein Hundertstel. Plus ein Hundertstel, plus ein halber Hundertstel, plus eineinhalb Hundertstel, plus ein Hundertstel, plus ein Hundertstel. Ich messe sie nachher in mehreren Positionen. Plus ein Hundertstel heißt gegenüber dem Herstellermaß? Nein, ein Grundmaß ist in dem Fall 56,8 mm und hat eine Abweichung plus 100 minus 100, je nachdem vom Hersteller. Wir haben jetzt hier eine Toleranz von einem Hundertstel untereinander. Das ist alles voll in Ordnung. Aber trotzdem ist das anders bei unseren Tuning-Sachen. Wir haben ja Pleuelstangen, die in einer Toleranz gefertigt werden. Und eine Kurbelwelle, die irgendeine Toleranz hat. Im Werk wird das natürlich zusortiert. Wenn eine Kurbelwelle eine Toleranz 0 hat, dann werden die Pleuelstangen mit 0 genommen, damit das Lagerspiel passt. Bei Toleranzen ist ja immer, wenn man das Größte und das Kleinste kombiniert, obwohl es in der Toleranz ist, ist auf einmal das Ergebnis, oh, doch ein bisschen zu viel Abweichung. Also bauen wir jetzt im nächsten Schritt zwei Lagerschalen ein, messen die Kurbelwelle und messen das Lagerspiel und wissen, ob es, ich würde es jetzt bei der Nulle anfangen und wissen, ob das Lagerspiel passend ist. Wenn das Lagerspiel zu eng ist, würde ich die Nuller aufholen. Wenn das Lagerspiel passend ist, würde ich die plus 100 anderthalb enger machen.
so um das anzupassen. Mhm. Im Werk ist es was anderes. Die können das zusortieren. Wir haben einen Satz hiervon und haben die Kurbelwelle. Und die hat auch im Originalzustand Abweichung von 1/200, wenn sie neu kommt. Das heißt, wir sind hier heute eigentlich viel mehr dabei, den Motor für die Montage vorzubereiten, als eigentlich zu wuchten. Da gebe ich dir recht, das ist aber so das Standardpaket. Ganz oft kriege ich das genauso, dass die Leute wissen, es passt, das Lagerspiel passt, die Winkligkeit passt, die Gewichte passen, die Welle ist gewuchtet, jetzt kann ich einbauen. Das ist wirklich so, fast 30% meiner Arbeit ist genau sowas hier, dass ich sowas für Firmen, für Privatpersonen mache. Vorbereitet. Die es genau haben wollen. Das Gleiche, ich muss den oberen noch messen. Die sind meistens zu eng gefertigt. Das ist jetzt hier plus 100. Ich persönlich mache sie plus 200. Also, dass der Kolbenbolzen 200 Spiel oben hat. Auch wenn in den ganzen Toleranzangaben von Großserien da immer nur drin steht, 0,5 bis 100 sonst Toleranz, Verschleiß erreicht, habe ich die Erfahrung gemacht, auch mit deinem Motor, dass das große Spiel nicht schlecht ist, weil das hat sozusagen mehr Platz, um sich das dicke Öl reinzuziehen. Die sind jetzt alle auf 100, sind alle genau gefertigt, alle genau nach Serienwerten gemacht. Wenn jetzt der Kolbenbolzen ein bisschen dünner ist als 20, dann könnte das passend sein. Wenn der Kolbenbolzen genau 20 ist, würde ich die Pleuelbuchsen noch einmal ein bisschen größer holen, dass die alle die 200. Spiel bekommen. Mhm. Das sind so die nächsten Schritte. Das heißt, da spielt dann wieder so ein bisschen Erfahrungswerte von dir mit rein. Genau. Und eigentlich relativ viele Erfahrungswerte haben wir mit deinem Motor gemacht und immer wieder gesehen, wenn man das so das Spiel macht, dann funktioniert es. Wenn man es so macht, funktioniert es nicht. Bis wie viel PS würdest du sagen, reicht so ein 20er Kolbenbolzen? Weil das ist vom Verschleiß her definitiv schlecht. Das weil wir fahren ja, glaube ich, schon 22er Limo mittlerweile. Ja, ne? und ich behaupte, das ist eben der Knackpunkt beim VR6. Er hat nur ein 20er Kolbenbolzen. Er ist auch hier vorne so ganz schmal. Das heißt, die Auflageflecke selber ist ja sehr, sehr gering. Und wenn man dann mit 700, 800, 900 PS fährt, dann hat man hier relativ schnell einen Verschleiß. Mhm. Kann ich natürlich nichts dran machen. Da bringt eigentlich nur Größe was. Du hast eben gefragt mit den Toleranzen, ob das nicht ein bisschen viel wäre, deine Pleuelstangen. Wenn man das jetzt vergleicht zu Serien-Pleuelstangen, ist das voll in der Toleranz drin. Weil die Serienmotoren, da sind die Kolben, wenn wir die durchgewogen haben, haben auch 2, 3, 4 Gramm Unterschied. Und kein Problem, alle Motoren liefen so. Und es fahren bestimmt 100 VR6 rum mit der Kombination, die ohne Probleme fahren. Aber ich mache es ja immer relativ genau. Ich habe so gelernt, ich kann auch nicht anders. Deswegen sind die in der Toleranz. Und im Normalfall für die meisten Leute ist das ausreichend. Ich könnte so nicht, weil wir gemerkt haben, dass das eben so gut läuft, weil wir an deinem Motor ja alles so perfekt gemacht haben. Und so versuche ich das natürlich auch für einen VR6-Kunden, auch wenn ich den nicht so mag, trotzdem zu übertragen, dass die Arbeit genau die gleiche ist, genau die gleiche Sorgsamkeit. Bestmöglich. Genau. Das heißt, als nächstes Lagerspiel messen mit Schale? Lagerspiel messen oder Gewichte anpassen. Und Gewichte anpassen. Das sind die nächsten Schritte.